Wochenlang haben sie sich den Fluss hinaufgekämpft, um am Oberlauf ihren Laich abzusetzen und danach zu sterben. Doch so manchen Lachs ereilt auf dem Weg dorthin ein vorzeitiges Ende. Er landet zwischen den Zähnen eines Räubers. Mit Fisch, Aas und Insekten decken sie ihren Bedarf an Protein. Die Grizzlies, eine bis zu 3 Meter große nordamerikanische Unterart der Braunbären. Doch wie die meisten Braunbären sind sie keine reinen Fleischfresser. Sie ernähren sich überwiegend vegetarisch. Von Samen, Beeren und Früchten, Wurzeln, Knollen und frischem Gras. In den nahrungsreichen Monaten kurz vor der Winterruhe nehmen Braunbären bis zu 20.000 Kilokalorien pro Tag zu sich. Der Grundumsatz eines Menschen liegt gerade einmal bei 2.000 Kilokalorien. Forscher unterscheiden derzeit bis zu 8 verschiedene Unterarten, die durch das Grasland und die Wälder Nordamerikas, Europas und Asiens streifen. Die am weitesten verbreitete Bärenart der Welt ist sogar in abgelegenen Regionen des Balkans und selbst in Spanien, Italien und Österreich zu finden. Die scheuen Einzelgänger brauchen allerdings viel Platz. Männliche Braunbären streifen durch Gebiete von bis zu 1600 Quadratkilometern. Das ist fast 2-mal die Fläche Berlins. Weibchen bescheiden sich mit etwa einem Fünftel der Fläche. Begegnungen zweier Braunbären enden meist damit, dass einer in die Flucht geschlagen wird. Von Mai bis Juli jedoch suchen Braunbären die Nähe des anderen Geschlechts. Es ist Paarungszeit. In der Tragzeit wird es eine Ruhephase in der Entwicklung des Embryos geben. Da diese sich erst ab Ende November fortsetzt, verschiebt sich so der Geburtstermin bis in den März hinein. Ein Trick der Natur. Die letzten Wochen des fast nahrungslosen Winters überstehen die Jungen dann mit Hilfe der Muttermilch. Und jetzt, im Mai, können sie sich schon mit ihrer Mutter auf die Suche nach den ersten Gräsern und Blüten des Jahres begeben. Je nach Qualität des Lebensraums bleibt die Familie 1,5 bis 3,5 Jahre lang zusammen. In dieser Zeit bringt die Bärin dem Jungen alles bei, was für ein Überleben in der Wildnis nötig ist. Dann geht sie wieder ihre eigenen Wege. Die jungen Braunbären müssen sich dann neue Streifgebiete suchen, die besonders bei männlichen Tieren hunderte von Kilometern entfernt liegen können. Wenn sie die ersten besonders gefährlichen Jahre überleben, können Braunbären mehr als 40 Jahre alt werden. In Europa gibt es nur noch etwa 50.000 Braunbären, die meisten davon in Russland. Im übrigen Europa verteilen sich knapp 14.000 Tiere auf wenige Gebiete, die vom Menschen nicht so stark zersiedelt wurden. Oft kommen Bären dem Menschen ins Gehege. So können die Braunbären Schweine oder Schafe reißen. Sie plündern Bienenstöcke und Obstbäume oder Lager mit Wildfutter. Doch den Menschen selbst meiden sie. Sie fliehen, wenn er in ihre Nähe kommt. Nur wenn Bären überrascht oder erschreckt werden oder wenn sie ihre Jungen bedroht glauben, sehen sie keinen anderen Ausweg und gehen zum Angriff über.